Da Vincent Kriechmeier, der diese Abfahrt hier eröffnen wird. Auf geht's mit Vincent Kriechmeier, auf geht's in die siebte Abfahrt, auf geht's mit dem Weltmeister und auf geht's mit Martina Lechner. So, da sehen wir schon, wie er da oben anschiebt. Extrem lang, es geht so flach weg. Also, was du da oben schon rauspumpst, das hast du dann nämlich an Geschwindigkeit gleich gut. Das ist doppelt auf, wunderschön zum Fahren. Überhaupt keine Unebenheit drinnen. Mitgehen mit dieser Welle. Dann geht's rein in Schnegelstal-Abschnitt. Wieder Welle, zeitig dabei sein. Druck wegnehmen. Auch hier ähnlich ein bisschen halten müssen, der Wind. Und jetzt geht's in das steile Gefälle rein. Schön die Welle hier genommen. Da hat es gestern alle ein bisschen gestreckt. Entscheidende Kurve hier, dieses Doppeltor. Nicht lange auf Druck bleiben, bisschen rausgekommen, der Vince. Und jetzt geht's rein in die Traverse. Versucht zuzumachen, diese Welle, kein Problem für ihn. Und jetzt, wo kommt er raus? Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. In der Mitte probiert er's, um jetzt hoch genug hier auf diesen Boden, wo es fast bergauf geht, an der Mittelstation das Tempo bestmöglichst mitzunehmen. So, Halbzeit dieser Streckenführung. Jetzt geht's rein in den Ochsenritt. Extrem nach rechts hängt das Gelände hier weg. Fein die Kanten einsetzen. Auch hier wieder. Rechts fällt es weg, das Gelände wieder. Raus, schwimmen lassen die Ski. Also einfach ganz natürlich Ski zu fahren. Das macht der Wind eigentlich immer total perfekt. So, entscheidende Kurve hier jetzt. Anfang Sandesprung, etwas wegbleiben beim ersten dort zumachen. Druck wegnehmen. Ist ihm gelungen. Und jetzt diese Einzeltore, schnell wechseln, hier sofort umsetzen, damit man nicht zu weit weg macht und weit rauskommt. Parabolika, standhaft bleiben beim ersten dort. Da drückt einen extrem in die Steilkurve rein. Hat er tadellos gemacht, der Vince. Also meines Erachtens eine sehr, sehr gute Fahrt. 1:53.07 ist also die Fahrt auf dieser Strecke, die erste Richtzeit, die wir haben. Arbeiten wir nochmal raus. Für alle auch zu Hause jetzt, die ja diese Strecke natürlich noch nicht so gut kennen. Es ist ja erst die vierte Abfahrt auf dieser Strecke, die hier gefahren wird, auf dieser neuen Strecke. Wir haben eigentlich 2 bis 3 Schlüsselstellen. Eine Schlüsselstelle ist sicherlich die Kristall, Schneekristall-Area oben, wo es 72% nach unten geht, da den Schwung mit rauszunehmen. Ich nehme sie nochmal mit genau an diese Stellen.